Moin und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. So, die Haare werden immer länger. Ich kann sie hier schon zur Seite kämmen. Ganz stylisch. Geht so. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder, wenn die Friseure aufhaben. Vielleicht haben sie auch schon auf, wenn dieses Video ausgestrahlt wird, aber ich kann es nicht mehr erwarten. Dieser Lockdown geht mir auf den Sack. So, genug zum Politischen. Jetzt kommen wir zum Spaßigen. Share, teilen, liken, abonnieren, Kommentar da lassen und sonst noch was. Auf Instagram wird das Video auch noch gepostet. Also alle, die bei IGTV gerne mal ein Video angucken, können das da auch noch mal tun. So. Genau, heute werden wir mal ein wenig kreativ, und zwar werden wir heute mal Wasserfarben ausprobieren, richtig? Zwei Varianten, beziehungsweise nicht zwei Varianten, aber ich zeige euch zwei Materialien, die ihr verwenden könnt quasi. Einmal von Fingerspitzengefühl, die schon vorgefertigten Wasserfarben, also die sind schon perfekt verdünnt und wunderbar zum Auftragen. Und dann noch, kramt auch in alten Malkasten raus. Wir werden auch noch ein bisschen mit einem Aquarell-Malkasten malen. Aquarell? Ist das Aquarell? Ja, einen Malkasten malen. So. Einen Wasserfarben-Malkasten. So. Genau. Man kann diese Art von Farben natürlich auch selber herstellen aus Permanentmarkern. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob euch das interessiert. Genau. So, ich schwafel nicht mehr lange. Lasst uns loslegen mit Wasserfarben. So, wie ich es gerade schon erwähnt habe, werden wir heute unter anderem mit der Firma Fingerspitzengefühl arbeiten. Ich bin mal vorsichtig und mache deshalb richtig eine Produktplatzierung rein. Ich glaube, Fingerspitzengefühl hat mir die damals auch zur Verfügung gestellt, umsonst. Ist schon ein Weilchen her, ich glaube 2 Jahre. Ich habe sie wieder ausgekramt und heute werden wir sie endlich verwenden. Endlich ist es soweit. Genau, genau. Das sind die ersten Produkte. Bisschen laut. Die ersten Produkte, die wir verwenden. Und die zweiten. Ich habe hier schon ein paar Tipps vorbereitet. Und das zweite ist Faber Castell. Ein Malkasten, den ich mir extra nochmal zugelegt habe. Das ist keine Produktplatzierung. Den habe ich mir tatsächlich selber gekauft. Mit einem Haufen Farben drin. Für mich die schönste Art, auf dem Nagel zu malen. Funktioniert aber mit jedem anderen Wassermalkasten, den ihr zu Hause habt. Das heißt, den ihr in der Schule damals benutzt habt, wie auch immer, den könnt ihr jetzt rauskramen und auch benutzen. Oder wenn ihr ein Kind habt und die oder derjenige einen Wassermalkasten hat, klaut ihn euch und legt einfach mal los. Genau. Zu den beiden Arten von Wasserfarben kommen wir gleich noch und was man damit am besten machen kann. Genau. Ach, kommen wir doch jetzt einfach dazu. Und zwar, die Farben von Fingerspitzengefühl sind schon perfekt verdünnt und quasi ready to go. Werden hier in so einem Pinselchen, mit so einem Pinselchen geliefert. Und die könnt ihr wunderbar für Marmor-Look nutzen. Für schöne Blümchen ist das eher nichts für Anfänger. Das ist wirklich ein bisschen schwieriger, damit ein vernünftiges Blümchen hinzukriegen. Da würde ich euch tatsächlich den Farbmalkasten, egal von welcher Firma, empfehlen. Damit funktioniert das super, weil ihr selber kontrollieren könnt, wie viel Wasser in der Farbe ist, wie gut deckend die Farbe ist, könnt ihr alles selber sehr gut regulieren mit so einem Farbkasten. Wie gesagt, hier ist schon alles vorverdünnt. Genau. Was natürlich super an diesen Wasserfarben ist, ist, dass ihr damit nicht gerade genau arbeiten müsst. Ne? Also ihr klatscht das Zeug, kommen wir gleich noch zu, einfach drauf und dann wird das Ganze ein bisschen verteilt und schon habt ihr eigentlich einen schönen Marmor-Look. Das Ganze geht recht einfach, muss ich wirklich sagen. Also wunderbare Technik für Anfänger.
die noch nicht so viel mit Malen und desgleichen zu tun hatten. Wenn ihr aber wissen wollt, wie ihr damit auch Blümchen malt, das werde ich jetzt in diesem Video nicht durchgehen, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, dann werde ich dazu auch nochmal ein Video machen. Genau. Starten wir doch einfach mal mit Variante 1 Marmor. Ich schnapp mir meine vorbereiteten Tipps. Was relativ wichtig ist, ist der Untergrund. Ihr solltet auf jeden Fall mit einem Fullcover arbeiten, habe ich auch gemacht, und einer matten Versiegelung. Ich habe, die Frage wird eh kommen, deshalb beantworte ich sie euch einfach mal. Ich habe hier das Perfect Finish Endless Matt von Fingerspitzengefühl genommen. Ihr könnt aber auch jede andere Versiegelung nehmen, die matt ist. Matte Versiegelung, warum? Weil es sich darauf dann wie Papier malen lässt, beziehungsweise der Marmor-Look wie auf Papier wunderschön arbeiten lässt. So, Wortfindungsstörung heute mal wieder. Genau, wie gesagt, Fullcover und matte Versiegelung. Und dann können wir auch direkt schon loslegen mit dem ersten Marmor-Look. Achso, was braucht ihr noch? Ihr braucht Pinsel. Und zwar braucht ihr, ja, ich würde euch so einen Katzenzungenpinsel empfehlen. Die funktionieren eigentlich immer ganz gut. Genau, und noch ein wenig Cleaner. Auch ganz wichtig, bereitet euch das schon mal so ein bisschen vor. Hier am besten so ein bisschen in den Deckel reinkippen. Oder wenn ihr einen Dispender habt, könnt ihr das natürlich auch nutzen. Weil das brauchen wir gleich auf jeden Fall, um den Look zu kreieren. Fangen wir doch mal an mit Blue. Wer noch nie mit Wasserfarben auf dem Nagel gearbeitet hat oder generell irgendwie in Berührung gekommen ist, dem würde ich erstmal empfehlen, mit einem Einerpinsel zu starten und nicht mit dem Pinsel aus der Flasche. Denn wenn ihr das da eintunkt, ist ziemlich viel Farbe drauf und wenn ihr das dann da drauf kleckst auf den Nagel, dann habt ihr zu viel Farbe auf dem Nagel und das geht mit einem Einerpinsel besser, das könnt ihr schöner kontrollieren. Dann einfach die erste Farbe auf dem Nagel verteilen, wie ihr lustig seid. Achtet darauf, dass ihr nicht an die Nagelhaut kommt, denn die Farbe läuft ziemlich schnell in die Ränder rein. Ganz, ganz wichtig. Ungefähr so die Hälfte des Nagels damit einstreichen. Wie gesagt, wie ihr lustig seid, nach Lust und Laune. Und dann mit der anderen Farbe weitermachen. Mit der anderen Farbe füllen wir dann die restlichen Stellen aus. Wenn es eine sehr transparente Farbe ist, dann solltet ihr da öfter drüber gehen, damit das Ganze auch ein bisschen deckt. Dann im nächsten Schritt kommt der Cleaner zum Einsatz. Einfach den Pinsel in Cleaner tauchen und dann auf die Farbe damit. Probiert es mal ein bisschen aus, da muss man ein bisschen rumprobieren, rumexperimentieren. Man sieht dann sehr schnell, was passiert, wenn ihr mit dem Cleaner auf den Nagel kommt. Denn die Farbe verläuft sich dann sehr schön und sehr unregelmäßig. Dadurch kriegt ihr dann diesen natürlichen Look des Marmors ganz, ganz einfach hin. Das Ganze so oft wiederholen, bis euch das Ergebnis gefällt, bis euch der Marmor-Look gefällt. Und dann könnt ihr das Ganze auch schon versiegeln. Wenn ihr denkt, von der einen Farbe, ach, da kann ruhig noch ein bisschen mehr drauf, ruhig nochmal drauf mit der Farbe. Dabei ein bisschen vorsichtig sein, wie gesagt, nicht zu viel, denn sonst läuft es in die Ränder rein. Und nicht zu viel, denn sonst verschwimmt euch alles. Also da solltet ihr auch ein bisschen vorsichtig sein. Hier setze ich nochmal ein paar letzte Punkte mit Cleaner, um das Ganze nochmal ein bisschen aufzubrechen, damit das Ganze ein bisschen heller wird. Wenn ihr zu viel Farbe auf dem Nagel habt, dann könnt ihr das ganz einfach mit einem trockenen Pinsel wieder abnehmen. Dieser trockene Pinsel saugt dann die Farbe auf, die ihr zu viel auf dem Nagel habt und dadurch könnt ihr ganz einfach wieder überschüssige Farbe abnehmen. Den Marmor-Look könnt ihr natürlich auch noch mit Glitzer verzieren. Am besten unter die Versiegelung würde ich euch empfehlen.
und das Ganze dann auch zweimal versiegeln. Wie es nicht sein sollte, zeige ich euch hier ein Beispiel. Also ihr solltet auf keinen Fall Vollgas geben, richtig satt die Farbe auftragen, denn das läuft euch garantiert in die Nagelränder rein und das gibt eine Riesensauerei. Das kriegt ihr nicht aus den Nagelrändern raus. Wirklich vorsichtig damit sein, denn das kann schnell mal daneben gehen. Hier in dem Beispiel seht ihr, dass das Ganze richtig schön an die Ränder läuft und damit euch auch in die Nagelhaut. Wie gesagt, lieber mal mit einem Einerpinsel starten, um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Und dann könnt ihr auch irgendwann mal mit dem Pinsel aus dem Fläschchen starten, wenn ihr so ein bisschen Gefühl dafür bekommen habt. So, dann gibt es bei der Marmormethode auch noch, ich nehme mal den hier, die Möglichkeit, ich guck mal kurz auf meine Bildschirme, läuft alles? Jawohl. Gibt es auch noch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen rustikaler zu gestalten. Und zwar nehmt euch einfach eine grobe Feile und dann kratzt ihr einfach mal so ein paar Riefen rein. So ein bisschen unwillkürlich. Passt natürlich auf, dass ihr die Farbe nicht abmacht. Sondern einfach nur so ein paar Kratzer entstehen. Wenn ihr nun die Riefen reingemacht habt, dann ganz vorsichtig, ich zeige es euch jetzt hier mit dem Pinsel aus dem Fläschchen, ganz vorsichtig die Farbe auftupfen, nicht zu viel Farbe, wie gesagt. Und dann seht ihr auch schon, wie die Farbe in diese kleinen Riefen reinläuft. Das sieht auch wieder ein bisschen anders aus, auch wieder ein bisschen interessanter vielleicht. Ist natürlich auch eine schöne Variation, um das Ganze ein bisschen juster aussehen zu lassen. Und dann einfach dasselbe machen wie gerade. In diesem Beispiel mache ich das mit einem Katzenzungenpinsel, beziehungsweise mache ich das mit dem Cleaner und dem Katzenzungenpinsel. Einfach in Cleaner eintauchen und dann mit dem Pinsel den Cleaner auftupfen. Dann seht ihr auch schon ganz schön, dass da, wo ihr den Cleaner auftupft, von der Stelle aus breitet sich die Farbe aus und verteilt sich neu. Das ist einfach nur eine Übungssache, aber da könnt ihr nicht viel falsch machen. Einfach ein bisschen rumtupfen, da braucht ihr kein großartiges Feingefühl. Einfach mal ein bisschen rumprobieren. Das Ganze hier dann auch so lange wiederholen, bis euch das Ergebnis gefällt und dann habt ihr euren Used Marmor Look auch schon fertig. So, kommen wir zur Königsdisziplin und zwar dem Malkasten. Hier solltet ihr ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Eine ruhige Hand wäre nicht schlecht. Und ja, den Rest erkläre ich euch. Auch hier ist ein matter Tipp von Vorteil, auch wieder Full Cover. Dasselbe Spielchen wie gerade. Und dann haben wir hier unsere Farben. Ich pack die mal hier hin, das sieht man so besser. Und zwar, ich zoome ein Stück raus. So, zu den Farben. Ihr braucht auf jeden Fall einen dünnen Pinsel. Ich habe hier einen Einerpinsel mit meinem dicken Klunker dran. So sieht der aus. Ja, also wie gesagt, ein Einerpinsel. Auch den könnt ihr euch in einem gut sortierten Nagelshop eurer Wahl organisieren. Dann braucht ihr noch ein bisschen Wasser. Nicht zum Trinken, sondern
um euch die Farbe anzumischen. Und zwar, in diesem Beispiel brauchen wir eine gut deckende Farbe, um erstmal einen Start zu definieren für die Blüte. Dazu wenig Wasser mit der Wasserfarbe mischen und dann ein kleines V auf den Nagel aufmalen. Dieses V ist nun der Startpunkt unserer Blüte und dann wascht ihr den Pinsel einmal kurz aus und nehmt einfach ein bisschen Wasser in den Pinsel rein und damit könnt ihr dann die Blüte quasi öffnen. Einfach mit dem Wasser ein bisschen auf dem V rumrubbeln und dann seht ihr auch schon, wie sich das Ganze auflöst und ihr einen echt schönen Farbverlauf hinkriegt. Dann ganz vorsichtig mit dem Pinsel die Blüte formen und wirklich nur mit Wasser arbeiten und nicht weiter mit Farbe. Dann könnt ihr so viele Blüten erzeugen, wie ihr lustig seid. Auch hier wieder mit einem kleinen V starten, dann in das Wasser rein und damit die Blüte öffnen, die angetrocknete Farbe wieder flüssig machen und damit dann quasi die Blüte formen. Nun einfach irgendwie ein Grün oder ein Braun nehmen und damit ein bisschen den Stiel formen. Das ist wirklich relativ einfach, wenn man ein bisschen ruhiges Händchen hat. Achtet darauf, wenn ihr sowas malt, feine Linien, dass eure Hand immer ruhig aufgestützt ist. Dadurch ist die Chance geringer, dass ihr wackelt oder zittert und ihr kriegt schönere, saubere Linien hin. In diesem Beispiel male ich jetzt noch mal ein paar kleine Blüten dran, im selben Prinzip erst ein kleines V oder einen kleinen Punkt hinsetzen und dann mit dem Wasser das Ganze wieder auflösen und ein bisschen verteilen. Dann könnt ihr natürlich auch das Ganze kombinieren. Erst mit den Farben von Fingerspitzengefühl anfangen, das Ganze so ein bisschen auf den Nagel verteilen. Darauf achten, dass nicht zu viel Farbe drauf ist, denn umso mehr Farbe, umso besser deckt es natürlich auch. Ich mache hier einfach nur ein paar Punkte und verteile das dann mit Alkohol. Hier nehme ich noch ein bisschen Farbe weg, weil es mir immer noch zu viel ist. Wie ich schon sagte, einfach mit einem trockenen Pinsel das Ganze ein bisschen abtupfen und schon habt ihr weniger Farbe auf dem Nagel. Nun nehme ich die Wasserfarbe von Faber-Castell wieder und ziehe mir damit meinen ersten Stiel, wo dann gleich noch die Blüten dran kommen. Genau wie beim ersten Beispiel der blauen Blüte könnt ihr hier einfach nur kleine Punkte setzen bzw. kleine V-förmige Punkte und das Ganze dann auch wieder mit Wasser ein wenig auswaschen. Damit öffnet ihr dann die Blüte und habt einen schönen kleinen Farbverlauf.
auch hier wieder das Ganze versiegeln. Ich würde euch empfehlen, zwei Schichten aufzutragen und dann könnt ihr das Ganze natürlich auch noch mit kleinen Perlen oder Glitzer oder was auch immer ihr da habt, ein wenig dekorieren. Das war's dann auch schon mit unserem kleinen Grundkurs zu Wasserfarben. Ich hoffe, es hat euch ein wenig informiert, Spaß gemacht und ihr werdet jetzt selber ein wenig kreativ. Schickt mir doch gerne mal eure Bilder zu Wasserfarben zu euren Designs mit den Wasserfarben. So ist der richtige Wortlaut. Auf Instagram und bei Facebook, da werde ich euch verlinken und das Ganze mit der Welt teilen. So, Sharen, Teilen, Liken das Video, ganz, ganz wichtig. Und auch gerne beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt, keine Ahnung, was als nächstes kommt. Also, bis dahin, euer Chris.